Jawohl, können wir kurz ein Foto? Das kann ich nicht bestätigen. Ja, alles, was ich in der aufregenden Zeit der Nachkriegsgeschichte, dem Kalten Krieg, erlebt habe an der Spitze des Nachrichtendienstes der DDR, war natürlich ein Grund, darüber nachzudenken, dieses Wissen, die Erfahrungen, die sich daraus ergeben, in irgendeiner Weise festzuhalten. Nein, also Angst einzujagen war eigentlich nicht meine Absicht, aber manche Politiker zittern vor allen möglichen Dingen. Ja, vielleicht, wenn mir ein gutes Angebot gemacht wird, würde ich schon auch darauf eingehen. Das ist ein Wagnis, genauso wie das Buch. Man weiß nicht, was am Ende dabei herauskommt. Aber ich lebe ja jetzt in diesem Land und in der Marktwirtschaft. Warum sollte ich ein solches Angebot ausschlagen? Herzlichen Dank. Dankeschön.